Spike? Mach mal Hastka. Orin? Prügel ihn rum. Roms! Riku! Du wirst ausgewechselt gegen Yuna, damit Yuna Ifrit beschwören kann und Ifrit mal nochmal eine Ekstase reinhaut. Es läuft ganz gut, es läuft ganz gut. Ifrit, hau deine Ekstase raus und mach damit ordentlich Schaden. Schön. So. Und jetzt? Was ist jetzt? Jack leidet. Jack leidet sehr. Wir haben ihn 60.000 KP abgezogen. Was passiert jetzt? Ja. Ganz genau das passiert jetzt. Er zieht aus sich heraus ein gigantisches Schwert. Und erst jetzt beginnt der richtige Kampf. Ja. Ist das nicht schön? Jetzt beginnt der Kampf. Ist das nicht toll? Jackbombe. Okay. Wie viel KP hast du jetzt, Jack? Zeig mir das doch mal. Du hast doch sicherlich nicht mehr so viele KP, oder? Du hast ja vorher schon 60.000 gehabt. Für alle, die lachen wollen. Hahaha, ja. 120.000. Ich find's auch lustig. Orin, hau Supresion rein. Das ist gerade unsere Chance. Jetzt ballern wir ihm alles rein, was wir haben. Wichtig ist jetzt auch aufzupassen, dass er jetzt auf gar keinen Fall seine Ekstase einsetzt. Denn wenn er unter 60.000 fällt von den HP jetzt hat, dann setzt er seine neue Ekstase ein. Dann setzt er den Original Check Special ein. Und der ist ein bisschen gefährlicher. Er schlägt bei allen Charakteren je nach Verteidigung mit 5.000 bis 6.000 KP Schaden zu. Und das ist ein bisschen was anderes. Kraftbrecher, Magiebrecher, Panzerbrecher. Wunderbar. Lulu, hau ihm Ultima rein. Nee, Moment mal. Hau ihm Feuer rein. Und ich drehe so schnell ich kann. Ja! Ich kann nicht schneller drehen. Okay, 3.000 pro. Das ist okay. Ich glaube, so füge ich mehr zu als mit einer Ultima-Boot. Glaube ich schon. Spike? Brette ihm. Ach ja, übrigens, ansprechen können wir auch. Darauf komme ich später zu sprechen. Hau ihm mal ein Gemetzel rein. Das Ansprechen habe ich mir extra aufgehoben. Roms, ja, das ist guter Schaden. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ab jetzt ist der Kampf noch, ist der Kampf wieder richtig gefährlich, sage ich euch. Denn mit seinem Schwert fügt er guten Schaden zu. Wie ihr seht. Die linke Yu-Pagode bewegt sich wieder. Wir brauchen mal kurz eine Heilung. Oh, jetzt greift er schon wieder mit dem Schwert an. Oh, Flüche macht er jetzt auch. Schön. Lulu ist tot, Orin lebt sie wieder. Gut, dass ich der Autophönix gegeben habe. Item. Als allererstens. Erstens, genau. Machst du mal ein Allheilmittel auf Spike. Gut, er hat immer noch Fluch. Das ist mir jetzt gerade relativ egal. Schmeiß mal eine Mega Potion auf uns. Gottes Willen. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen langsam im Amt. Weißmagie. Lulu, sei du mal schneller. Und Orin, bei dir wird es mal Zeit, dass du mal wieder deine Ekstase auffüllst, meinst du nicht? Gottes Willen, fügst du dich. Oh Gott, also eine zweite Ekstase kann ich komplett vergessen.
Und schon wieder guter Schaden. Oh Gott, hat der Schaden gemacht. Jetzt bin aber ich dran. Was? Nein! Nein! Fuck! Oh. Schön. Ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ach, checkt. Ach, checkt. Checkt, checkt, checkt. Wieso quälst du mich so? Ich würde mal sagen, wir haben checkt genug gesehen, oder? Ihr habt gesehen, dass die hohe Beschwörung von Braska einiges auf dem Kasten hat. Und ihr habt den letzten Boss gesehen. Und der hat einiges auf dem Kasten, wie ihr gesehen habt. Deswegen würde ich sagen, wir verschwinden von hier. Wir verschwinden ganz, ganz dringend von da. Was mache ich jetzt? Ganz einfach, ich beende den Part, weil 3 Stunden reicht. 3 Stunden reicht definitiv. Aber vorher zeige ich euch was. You're counting on me, kid. Eingeben. Wir können ein Passwort eingeben und wir können uns selbst den Zielort suchen. So, aber ich will mir da jetzt was Besonderes suchen. Und zwar, wo war das? Ich glaube, das war hier. Hier war das, glaube ich, irgendwo. Da sind sie. Die Omega-Ruinen. Wunderbar. Und wo war das andere? War hier nicht doch irgendwo was? Wo war das andere? Hier unten war doch was. Oder? War hier nicht irgendwo was? Komisch. Ich dachte, hier war irgendwo was. Es gibt viele, viele Rätsel noch. Es gibt noch viele, was man entdecken kann. Noch sehr viele. Aber wo war das? War das hier irgendwo? Oder nee, hier oben war das. Hier oben war das. Oder? Na komm. Irgendwo hier warst du. Da bin ich mir sogar gerade relativ sicher. Oder warst du echt da unten? Ah, da bist du. Der Jebentempel Barge wurde entdeckt. Ja, die Liste der Zielorte wurde erweitert. Bla bla bla. Okay, es gibt noch viel mehr, aber irgendwie, ich find's doch eh nicht alles. Oh! Okay, ja, passt. Okay. Ist in Ordnung, ja. Finde ich doch irgendwo was durch Zufall einfach mal. Komm, einfach mal rüber da. Komm, wir finden was, wir finden was, wir finden was. Hier gab's noch was. Ich bin mir sicher, dass es hier noch was gab. Komm. Na komm. Was ist das hier eigentlich? Komm, hier ist doch noch irgendwo was. Hallo. Hallo. Ich drück die ganze schon auf X und ich kann so ich drück so schnell ich kann. Ja, schnell X drücken geht nicht. Na egal. Wir haben nun ein neues Ziel. You're counting on it. Die Omega-Ruinen, die Sanubia-Wüste und den Jebentempel Barge. Ja. Ich will in die Omega-Ruinen. Die Omega-Ruinen, was ist das? Ganz einfach, das ist der beste Ort zum Leveln im ganzen Spiel. What is this place? 700 years ago, a monk who defied the teachings was sentenced here. Oh, the traitor Omega, yeah? Omega's loathing of Yevon has turned him into a fiend. They say he liked it underground, out of the light. So, he's here? Scared? Not a chance. Okay. Wichtig ist, bevor wir da jetzt ein bisschen uns umschauen, speichern. So, ich will euch nur einen Kampf zeigen. Mehr will ich nicht. Und
deswegen speichere ich hier sicherheitsweise. So, um zu leveln, hier bewegen, direkt in der Nähe des Speicherpunkts und dann kämpfen. Mal schauen. Ah, wunderbar. Ja, Spike, dich wechseln wir mal aus gegen Riku. Und Riku, klau doch mal was. Da ist doch sicher was Tolles in der Kiste drin. Oh, scheiße, da war eine Mega-Potion drin. Okay. Ja, was kann man dazu sagen? Was habe ich gemeint? Da muss nicht unbedingt eine Mega-Potion drin sein. Nein. Klar, es können noch andere Items drin sein, aber da muss nicht unbedingt ein Item drin sein. Nein, da kann auch ein Monster drin sein. Ein schönes Monster. Ein Arschlochmonster. So. Wie viel Erfahrungspunkte gibt es mir jetzt? 5000. Für so eine dumme Echse. Ja. So, ich werde hier jetzt ein bisschen leveln. Ein bisschen viel leveln. Und dann würde ich's. Und ich werde die Level offscreen verteilen, weil ansonsten, nee, ganz ehrlich Leute, das dauert zu lange. Sonst, das Leveln würde sonst einfach zu lange dauern. Es geht nicht. Ich muss die Level hier offscreen verteilen. Das werde ich machen und wir sehen uns dann wieder, wenn meine Charaktere um einiges stärker sind. Also gut Leute, das war dann mal Let's Play Final Fantasy X für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.